Dabei wirkte alles so vielversprechend. In der gestrigen Ausgabe der Start-up-Sendung Die Höhle der Löwen haben Kuong Nguyen und Genia Lewitsky Campus Held vorgestellt, ihre App für Studentenrabatte. Die Investoren zeigten sich begeistert von ihrer Idee und ihrem Engagement. Am Ende ergatterten sie einen Deal mit Carsten Maschmir und Dagmar Wörl, die 600.000 Euro für 25,1% der Firmenanteile investieren wollten. Doch wie die Gründer jetzt gegenüber Promiflash enthüllten, ist es zwischen Dreharbeiten und Ausstrahlung nie zu einem Investment gekommen. Nach dem Dreh wurden wir von Dagmar und Carsten zum gemeinsamen Dinner eingeladen und merkten sehr schnell, dass es zwischenmenschlich total gut funktioniert, beginnen Kuong und Genia zu erzählen. Beide Parteien entschieden sich jedoch gemeinsam nach der Sendung gegen eine Beteiligung und für eine enge partnerschaftliche Zusammenarbeit. Aber was ist vorgefallen, warum der Rückzug? Der ausschlaggebende Grund gegen eine Beteiligung waren die unterschiedlichen Ansichten über die Weiterentwicklung der UniHeld-App, erklären die Köpfe hinter der Smartphone-Applikation. Abgesehen davon, dass es am Ende zu keinem klassischen Deal gekommen ist, wie waren denn die Dreharbeiten so für die Gründer? Es war total surreal, auf einmal vor den Löwen zu stehen, die man vorher jeden Montag auf Vox gesehen hat. Wir waren super nervös und im Kopf herrschte einfach nur Chaos, erinnern sich Kuong und Genia. In dem Moment, als wir auf die Bühne kamen, war alles wie weggeblasen. Thank you.